Willkommen zurück zu Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Genau. Wir spielen mit Tyler. Fünf Männer im Krankenhaus! Vier Polizeiautos Schrott! Ein Hubschrauber, der fast über unseren Köpfen explodiert! Und der Typ, der verschwindet in der U-Bahn und geht uns durch die Lappen! Ich hoffe, dafür haben Sie eine angemessene Erklärung! Es war absolut nicht voraussehbar, dass alles so kommen würde. Wir hätten ihn problemlos schnappen können, wenn der Typ nicht solch abgefahrene Dinger gebracht hätte. Dieser Kane ist kein gewöhnlicher Bursche, wie wir erst dachten. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen? Dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben wirklich, das kaufe ich Ihnen ab? Wir haben ihn unterschätzt. Das gebe ich ja zu. Wir wussten, er ist gefährlich, aber nicht, dass er gut trainierte Polizisten ausschalten und unter einem Hubschrauber hängend entkommen könnte. Ihre fadenscheinigen Ausreden können Sie sich sparen. Wenn die Presse spitz kriegt, dass Kane uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und im Rathaus wird man meinen Kopf fordern. Also, was haben Sie jetzt bitteschön vor? Haben Sie eine Spur? Kanes Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Sobald er die Nase rausstreckt, wird die Falle zuschnappen. Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen, verstanden? Ich will, dass Kane binnen 48 Stunden das Handwerk gelegt wird, ganz egal wie. Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird. Und jetzt raus hier! Carla, ich hab dich schon gesucht. Wir haben Kanes Abdrücke in einer Wohnung gefunden, wo die Leiche einer alten Frau lag. Das ist nicht alles. Gestern Abend geschah in einem Waschsalon ein Doppelmord. Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend. Garrett ist schon vor Ort. Er wartet auf dich. Mit Lukas weiterspielen oder mit der Carla? Carla. Mit der Carla. Minus 5 Grad Fahrenheit. Es wurde mit jedem Tag kälter. Die ganze Stadt schien von dem Schnee wie betäubt zu sein. Aber noch machte sich niemand Sorgen. Komonokishi giftet ein Lemon. Hey Carla, was machst du denn? Ich friere mir hier alles ab. Der Komonokishi ist da. Servus. Dankeschön. Danke für den Zitrone. Den Zitrone? Geh schon mal rein, Tyler. Ich frage erstmal Garrett, ob er schon was weiß. Wir spielen jetzt wieder. Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken. Wir spielen jetzt wieder nämlich auf D-Live, weil er das Spiel ja nicht erlaubt ist auf Twitch. Wegen einer Lulu-Szene. Ich hab schon gewartet, Carla. Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt, hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden, als er aufschließen wollte. Er kriegte die Tür nicht auf und spürte, dass sie von innen blockiert war. Er sah die beiden Leichen durchs Fenster und hat die Polizei gerufen. Aha. Irgendwelche Zeugen? Keine Augenzeugen. Wir haben in der Nachbarschaft rumgefragt, aber nichts erfahren. Der Typ hat Glück gehabt, direkt vorm Fenster einen Doppelmord zu begehen, ohne dass einer was sieht. Was wissen wir über die Opfer? Der Mann hieß José López. Er arbeitete hier und sollte gestern Abend zuschließen. Die Frau hieß Anita Martinez. Sie kam regelmäßig hier ihre Wäsche waschen. Danke, Garrett. Warum kann ich ihm nur 2 Fragen stellen? Achso, ich hab mir gedacht, warum ladet es nicht so lange? Dabei kann ich mich schon längst bewegen. Dum, dum, dum. Aha. Komisch. Wieso ist hier Blut? Das werden wir noch rausfinden. Schauen wir da nochmal. Okay, das hat nichts gebracht.
schaue mich trotzdem noch zuerst um, bevor ich jetzt mit dem Tyler spreche. Drei oder vier Stichwunden in der Herzgegend. Wie beim Restaurantopfer. Würde mich nicht wundern, wenn die Autopsie eine Durchtrennung der Arterien feststellt. Der Fotoapparat von dem Polizisten hört sich an, als wäre er ein Domblitz. Hast du das Blut hier gesehen? Ja, habe ich. Und der hat im Auge das schießt wieder aus. Nur noch das Aufladen, das... Dass der Mörder blutete, bevor er sein Opfer erstach. Genau wie im Toilettenraum des Restaurants. Ein Messer im Auge. Angenehm. Da muss der Tod wohl augenblicklich eintreten. Seltsam. Also ich kann mir jetzt das Auge genauer anschauen, oder was? Schlangenmuster. Seine Handgelenke sind aufgeschlitzt. Sieht aus wie ein Symbol. Eine Schlange. Eine Schlange mit zwei Köpfen. Heil Hydra. Siamesische Schlange. Also ich glaube, da liegt was am Boden. Tja. Genau. Komonokeshi giftet ein Lemon. Danke. Armes Ding. Sie hat ihre Mörder noch im letzten Moment ins Auge geblickt. Kannst du auch was schreiben, wenn der Fahrer ist oder so? Genau. Braucht sie nicht lesen, es wird eh vorgelesen. Aber schreib keinen Blödsinn. Sie hat ja noch keine Zeit mehr zu wählen. Schade. Ein Zeuge wäre äußerst hilfreich gewesen. Komonokeshi Seis, schau lieber zu. Das Messer steckt in seinem Auge. Das muss verdammt wehtun. Ich glaube nicht, dass das irgendwie wehtut. Einmal kurz hast du einen Schock und dann bist du schon tot. Ich weiß nicht. Gehen wir. Ich habe genug gesehen. Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht. Kane war wohl kaum in den Mord im Waschsalon verwickelt. Komonokeshi Seis Spiel gleich selber, muss nur aufs Update warten. 14 GB dauert bei mir 100 Jahre. Naja, Bambusleitung irgendwie, hä? Lukas! Ich hätte es über die Nacht laufen lassen, bevor ich mich da ehrgeizt untertags. Tja. Was für ein Spiel eigentlich? In so einem MMORPG. Er oder wie? Ich glaube er. Was er? Was heißt er? Lukas! Footchance, was? Lukas! Jetzt hast du das im Kopf. Das ist ja nicht so blöd. Komonokeshi Seis paar Arbeitskollegen warten. Agatha, sind Sie wirklich? Ah, das ist blöd. Ich dachte, Sie seien... Komonokeshi Seis Conan Exiles auf der PS. Ja, ich hab geschaut, ich hab sie auch heruntergeladen. Conan Exiles, was ist das? Und ich breche nie. So wie Minecraft, nur in der Conan-Welt. Hören Sie gut zu, Lukas. Die Zeit ist sehr knapp. Sie sind ist das, weder verrückt. Ist das die Agatha Christie oder was? Noch ein. Nein, ich glaub's nicht. Komonokeshi Seis sehr gut. Genau. Komonokeshi Seis Sternchen sehr. Sehr gut. Warum du das vorliest? warum? Warum gerade ich? Warum wollten Sie diesen Mann töten? Reiner Zufall. Irgendwer musste irgendwen töten, damit sich die Schlangenmünder öffnen. Sie sind weder der Erste, der für dieses Ritual ausgewählt wurde, noch werden Sie der Letzte sein. Warum habe ich diese Vision? Sie sind reell, oder? Gewissermaßen. Sie versuchen damit, sie zu beseitigen. Sie wissen zu viel und könnten deswegen lästig werden. Sie kommen!
Fliehen Sie, Lukas. Sie wollen sie töten. Queschnitlan. In der alten Maya-Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Queschnitlan. Agatha? Agatha! Ich hoffe, wir spielen das Spiel jetzt nicht so schnell durch. Sonst haben wir nichts mehr. Oh oh. Komonoke Shiseisis ist verboten, einem toten auf dem Boden liegenden Kojoten mit den Pfoten die Hoden zu verknoten. Das ist falsch, ja. Du hast da die Siri missbrauchen, ja? Ich darf mir nicht mal die Nase kratzen. Nein, nicht das. Ah. Na. Ich hab's gewusst. Ma. Na? Hat noch geschafft. Wie lange der eigentlich immer da? Ich glaube, wenn man sich ein, zweimal verklickt, ist kein Problem. Komonoke Shiseis, der dicke Dachdecker, deckt dir dein Dach drum dank dem dicken Dachdecker. Dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte. Na, tu mal den Whisky-Mixer, Willi. Ist der was? Das war jetzt perfekt. Komonoke Shiseis Whisky Mixer Willi mixt Whisky im dichten Fichtendickicht. Im dichten Fichtendickicht mixt Whisky Mixer Willi Whisky. Ja. Komonoke Shiseis am 10.10.10.10 zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Lukas, wir machen keine Fehler. Komonoke Shiseis in einem Schokoladenladen Ladenmädchen Schokolade aus Ladenmädchen Laden in einem Schokoladenladen Schokolade aus. Die Polizei sucht mich. Aha. Ich konnte hier entkommen. Ich irrte umher, ich wusste nicht wohin. Also kam ich hierher. Mein Gott. Diesmal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas. Es gibt keinen anderen die Weg. Die hat's nicht mit den Zungenbrecher auf. Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht. Bruder hat immer gesagt, der Jochen hat sich vor 3 Wochen beim Kochen die Knochen gebrochen. Ich habe Agatha wieder gesehen. Hier, gerade eben. Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen. Ich glaube, sie will mir helfen. Agatha ist tot. Willst du etwa sagen, du... Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus. Sie war bereits tot, als ich eintraf. Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen. Das ergibt alles keinen Sinn. Jemand will mich durch meine Visionen umbringen. Sie können mich überall angreifen. Agatha, also man kann nur mit einer Toten sprechen, wenn man Cello umgebracht hat, oder wie? Das geht nun aber wirklich zu weit, Lukas. Weiß ich nicht, ich probier's aus mit dir mal. Vielleicht bildest du dir das alles nur ein. Kann es nicht sein, dass du dich der Wirklichkeit entfremdest? Droh mir nicht. Ich bin nicht verrückt, Markus. Das befürchtete ich zwar auch, aber jetzt bin ich sicher, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben. Die Polizei wird mich sicher verhören kommen und mich sicher auch beschatten lassen. Ich muss mir ein Versteck suchen. Komonoke Shiseis treffen sich zwei Schwänze, Schlapp und Steif. Sagt der Schlappe zum Steifen, was bist du denn so steif? Genau, ich stehe kurz vor der mündlichen P. Lukas. Sie bringen dich um, wenn sie können. Prüfung. Ja. Nichts könnte schlimmer sein als das, was ich in den Visionen sehe. Lukas hat den Verstand verloren. Ich schütze einen Mörder. Aber soll ich etwa meinen Bruder verraten? Oh Herr, sag mir, was ich tun soll. Auf die Antwort kannst du lange warten. Jetzt spielen wir mit der Kala. Mehr vorher auch? Da muss ich ihn aussuchen.
Ja, eh, und dann spielst du ja nachher automatisch auch mit dem nächsten weiter. Ja, eh, aber. Hallo, ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janos, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind. Schon wieder Stromausfall. Heute ist bereits der sechste. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Wieder das. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Barney, hat er gesagt. Ich wusste Barney. Nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Dennoch musste ich erfahren, was es mit diesem seltsamen Kirstenmord auf sich gehabt hatte. Hallo, Inspektor. Ich warte hier auf Sie. Gut, hallo, Schmalzbart. Danke. Was, ist er schon gefangen? Haben Sie denn da einen Hannibal? Nein. Ein Joker. Wie ein Mischling. Ein Jokerball. Hannibal. Jokerball. Oder Joball. Joballer. Hallo, ich bin Inspektor Carla Valenti von der New Yorker Polizei. Joballer. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. Es tut mir leid, dass Sie wegen mir festgeschnallt wurden. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte lediglich ein paar Fragen stellen. Wieso haben Sie sich die Mühe gemacht, mich aufzusuchen, Inspektor Valenti? Einen Irren, wie Sie wissen. Was ich sage, ist doch bedeutungslos. Oder etwa nicht? Vielleicht aber nicht für mich. Bitte, Anton, erzählen Sie mir, was Sie wissen. Ein Mann und eine Frau in einem Waschsalon. Sie ist leicht korpulent, mit hispanischen Zügen. Er hat ein Messer im Auge stecken. Aha, Chef. Woher wissen Sie das? Ich war dort. Ich kann durch seine Augen sehen. Ja, steuert ihm. Bei jedem seiner Morde bin ich dabei. Du bist die Hand. Wer ist der Mörder? Das weiß niemand. Keiner sieht ihn. Er hinterlässt im Gedächtnis der Menschen keine Spuren. Aber ich weiß, dass er existiert. Er ist unter uns, unsichtbar. Er ist überall. Waschsalon. Was geschah im Waschsalon? Ein Opferritual. Die Opferung eines Menschen. Der Mörder und sein Opfer. Warum passieren diese Morde? Warum müssen diese Leute sterben? Die Welt ist nicht, was Sie glauben. Der orangene Clan hat im Geheimen alles unter seiner Kontrolle. Er beobachtet und bespitzelt uns ohne Unterlass. Er nimmt jedes unserer Worte auf und weiß genau, was jeder in jeder Minute tut. Er ist überall. Und was hat das mit den Morden zu tun? Sie wollen absolute Macht und die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Sie streben nach Unsterblichkeit. Ich muss wieder los, Anton. Danke für Ihre Hilfe. Es ist bereits zu spät. Die Kälte wird uns alle niederraffen. Eine neue Rasse wird sich erheben. Das Ende der Menschheit. Das Ende der Menschheit. Okay. Lief alles nach Wunsch? Ich werde sie... Bricht Mist, diesmal scheint's ernst zu sein. Anscheinend ist unser Notstromgenerator noch nicht angesprungen. Nur Geduld. Manchmal dauert's eine Weile. Wir warten so lange hier.
Was war das? Oh Gott, die Zellentüren. Sie haben sich alle geöffnet. Der Stromausfall hat die Verriegelung außer Betrieb gesetzt. Jetzt sind die Verrückten frei. Heißt das, die Patienten können die Zellen ungehindert... Psst. Keine Bewegung und kein Geräusch. Sie dürfen uns nicht bemerken. Nur keine Panik. Wir warten einfach, bis das Licht angeht. Schön still. Und schauen wir mal richtig still. Der Wärter, Sie haben ihn erwischt. Ich muss hier weg, sonst finden die mich auch. Wenn ich nicht ruhiger atme, kippe ich in Ohnmacht. Und sie kriegen mich garantiert. Oh Gott, schnell. Ich muss hier weg. Wohin, links oder rechts, bitte? Links. Bin ich jetzt wegen dir falsch hier? Oh nein, ich höre jemanden. Boah. Da kommt jemand näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Jetzt kannst du nur links. Er geht weg. Ich kann weiter. Nein! Und damit endete alles. Meine Angst übermannte mich und damit war mein Tod besiegelt. Wie kannst du da reden, du Mu? Busch. Passt, jetzt gehe ich nach links, oder? Hab ich ja gesagt. Ja. Oder was? Ich mag das mit dir nicht. Mag die Stille mit ihr nicht. Die sind so deppert. Oh nein, ich höre jemanden. Er kommt immer näher. Jetzt bloß nicht bewegen, Carla. Halt den Atem an. Er geht weg. Ich kann weiter. Wie lange soll ich warten? Bis auf den Sack nimmer eins Tag, oder was? Und damit endete alles. Meine Angst. Und damit endete alles. Genau. Wir haben das Hirn rausgeschissen. Los. So. Probier's. Ich hätte merken müssen, wie ich lachen soll. Er ist genau neben mir. Schau, die Arschel ist die Braune. Das musst du immer warten, glaube ich. Das ist eigentlich kein Weiter. Okay, da geht es auf jeden Fall nicht weiter, weil der den Weg versperrt. Das heißt, wenn wir jetzt rauskommen nach rechts, dann sind wir links gegangen. Und wenn nicht, gehe ich den Weg, den ich als erster eingeschlagen habe. Also rechts. In dem Fall raus links jetzt da. Jetzt gehen wir gerade links, obwohl wir rechts gehen, wenn wir von der anderen Seite gegenüber kommen sind. Hast nicht verstanden, ha? Nein.
Er ist. Jetzt gehen wir gerade links und wollen wir rechts gehen. Na was? Er geht weg. Ich kann weiter.